Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir sind bei Feldern. Jetzt wissen wir, wie wir eindimensionale Felder, ein normales Array definieren. Aber es gibt auch mehrdimensionale Felder, also wo es nicht nur praktisch ein Wert neben den anderen, sondern wo man das so tabellenartig oder würfelartig, zum Beispiel dreidimensional, die gleichen Werte, kann man sich vorstellen, in verschiedenen Dimensionen. Mehrdimensionale Arrays heißen die. Ja? Gibt es zwei verschiedene Arten. Eine davon erkläre ich, das einfache mehrdimensionale Array. Wie wird das definiert? Ich werde das wieder genauso aufschreiben, wie wir das letzte Mal gehabt haben. Also ich brauche zuerst einmal einen Typ. Ja? Dann hatten wir ja mit eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, ein Array mit einem gewissen Namen erzeugt. Dem Array haben wir einen Namen gegeben. Ja? Haben wir einen Strichpunkt abgeschlossen, so hat es ausgesehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein zweidimensionales Array machen will, mache ich da dazwischen einen Beistrich rein. Ja? Jetzt sind es zwei Dimensionen. Okay? Definiert. Das definiert. Dass die Variable Name ein zweidimensionales Feld vom Typ Type ist. Dreidimensional, schreibe ich auch noch, dreidimensional, Klammer auf. Zum Beispiel, eckige Klammer 1, 2, 3. Ja? Drei Zahlen könnte man dazwischen hinschreiben. Und so weiter. Ja? Gibt es keine Grenzen. Ja? Kann man so viele Dimensionen machen, wie man will. Aber Achtung, jede neue Dimension erzeugt eine neue Variable praktisch, ein neues Abbild dieser Variable und da geht es dahin in den Speicher. Ja? Also wenn ich so wie lege ich eine solche Variable an? Ja? Jetzt ist ja nur bekannt, dass es ein Typ ist. Jetzt habe ich schon gesagt, es geht dahin in den Speicher. Warum? Weil ich sage noch, ein Name ist gleich new. Und dann den gleichen Typ wieder oben, also zum Beispiel int, ja, und dann eckige Klammer auf, und dann haben wir zwei Sachen, dann haben wir ein n, ja, dann machen wir ein Beispiel, ein Beistrich, kein Beispiel, und m. Beispiel machen wir auch, aber später. N und m, gell? Und wenn ich m um 1 erhöhe, dann habe ich ja n mal m praktisch neue Variablen angelegt. Das meine ich, das geht dahin in Speicher. Und wenn ich es dreidimensional, so ein n, m, o zum Beispiel habe, ja, puh, da geht es dann wirklich dahin. Ja? Also so Kubikvariablen, da geht's ab. Ja? Muss man wirklich aufpassen mit dem Speicher. Da ist man relativ schnell, relativ groß. Ja? Damit wird festgelegt. Dass es sich um ein n mal m großes Feld handelt, schreibe ich. Ja. Manchmal ist es einfach sinnvoll, die Variablen so in zweidimensionalen Feldern anzuordnen. Ja, das braucht man. So, und wie initialisiere ich das? Ja, wie kann ich dem etwas zuweisen? Ja, da können wir natürlich auch schreiben, Name ist gleich
New Type. Zack, 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 zack. Zweidimensional. Ja? Und jetzt geht's los. Jetzt mache ich eine geschwungene Klammer auf. Das macht die erste Dimension. Jetzt mache ich noch eine geschwungene Klammer auf. Gell? Und jetzt schreibe ich da zum Beispiel eine 1, 2, 3, 4. Mit Beistrich. Zack, zack, zack. Ja? Also schreibe mal 5 auch noch. Schreibe mal 5 auch noch. 5. Jetzt steht in der ersten Zeile, ja, steht 1, 2, 3, 4, 5 drinnen. Ja? Jetzt mache ich da ein Beispiel, ein Beistrich. Jetzt ist egal, ob ich in der gleichen Zeile weiterschreibe oder drunter. Ja? Und da drunter schreibe ich jetzt zum Beispiel 11, 12, 13, 14, 15. Beistrich. Dritten, ja, schreibe ich halt 21, 22, das sind bitte nur Beispielzahlen, 23, 24, 25. Ja. Und jetzt reicht's mir, ja, weil sonst wird's fad. Ich denke, man kann erkennen, geschwungene Klammer zu, Strichpunkt, initialisiert. Ja. Das Feld mit dem Namen ist jetzt N, ja, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Blödsinn, das ist M, 1, 2, 3, 4, 5 wäre M und N ist praktisch 3. 3 mal 5 ist das groß. Okay? 3 mal 5 ist das groß. Ja? Und wenn ich darauf zugreifen will, ein Zugriff funktioniert nachher mit Name, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu irgendwo. Ja? Und dazwischen schreibe ich zwei Buchstaben. Zum Beispiel 1, 4. Ja? Und das wäre praktisch 1, 0, 1, 0, 1, 2, 3, da war heute 15 drin. Ja? Und genauso kann ich da irgendwie das zuweisen. Ja? Also so funktioniert der Zugriff. So funktioniert der Zugriff. Jetzt kann man sich fragen, hey, was kommt da bei Length zurück? Ja, bei so einem Array. Wir haben ja den Parameter Length erkannt. Oder was passiert bei ForEach? Ja, es ist ein ForEach, es ist das zweidimensional. Was passiert denn da? Ja, das werden wir uns in der praktischen Anwendung am Computer ansehen. Das machen wir im nächsten Video. Ja, jetzt haben wir mal gelernt, wie so ein mehrdimensionales Array aufgebaut ist. So kann das sein. Ja? Ist also immer n mal m groß, passt. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.